Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt Herrn Dr. Matthias Diebold in Basel und Herrn Privatdozenten Dr. Andreas Kistler in Frauenfeld, mit denen wir uns über die renale Sicherheit der SARS-CoV-2-Impfstoffe unterhalten möchten. Lieber Herr Diebold, lieber Herr Kistler, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend Zeit für uns gefunden haben. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Dr. Matthias Diebold ist Arzt und klinischer Forscher in der Klinik für Transplantationsimmunologie und Nephrologie am Universitätsspital Basel. Privatdozent Dr. Andreas Kistler ist Internist und Nephrologe und Chefarzt Innere Medizin am Kantonsspital Frauenfeld im Thurgau. Die beiden sind Erst- respektive Letztautoren einer in unseren Augen ganz wichtigen bundesweiten Schweizer Studie zur Inzidenz von Glomerulonephritiden nach Impfung gegen SARS-CoV-2 mit mRNA-basierten Impfstoffen. Wir sprechen heute über die renale Sicherheit. Wir sprechen nicht vorrangig über die kardiale Sicherheit, die wir in den nächsten Wochen dann auch noch mal aufgreifen möchten, weil es hier in den letzten Tagen und Wochen ja einiges Neues gegeben hat. Mein Co-Moderator ist Andreas Kronmichler, aktuell in Cambridge, UK, zentraler Autor mehrerer Stellungnahmen internationaler Fachgesellschaften zur Covid-19-Impfung bei Patienten mit immunvermittelten Nierenerkrankungen. Somit Andreas wieder einmal mehr Experte denn Moderator. Und wir hatten das Thema der Induktion von Glomerulonephritiden durch Impfungen gegen Covid-19 bisher einmal diskutiert, vor einem guten Jahr, damals mit Professor Bombeck aus New York, der damals durchaus zumindest in Einzelfällen eine Kausalität zwischen Impfung und Induktion einer Glomerulonephritis als möglich betrachtet hatte. Andreas, das war unser erstes gemeinsames Interview, ich erinnere mich noch daran. Insofern freut mich das auch sehr, dass wir das heute gemeinsam machen. Mein Name ist Gunnar Heine, Internist und Nephrologe in Frankfurt. Andreas. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Möglichkeit, diese Studie zu besprechen. Und ich habe sie gelesen und habe dann direkt der zweite Part nach dem Abstract ist der Editor's Note, und wo die Editoren schon darauf hingewiesen haben, dass diese Studie exzellent ist. Und natürlich ist es die erste Studie, die systematisch de novo Gens nach mehr oder weniger Impfung untersucht hat, und dadurch ein absoluter Mehrwert für die Society auf jeden Fall. Ich glaube, Sie haben eine kurze Präsentation vorbereitet und auf die würden wir uns kurz freuen. Vielleicht kurz einleiten, wie es dazu gekommen ist oder was mich motiviert hat, die Studie durchzuführen, war ja eigentlich ein Patient, den ich mitbetreut hatte, den ich auf der Visite kennengelernt habe. Und der eine Ankervaskulitis entwickelt hat, kurz nach der zweiten Impfdosis. Und der mich dann gefragt hat, naja, hängt das jetzt zusammen kausal? Und ich habe ihm zu Beginn gesagt, ich denke eher nicht, kann es aber natürlich nicht sicher sagen. Das war genau in dem Moment, als dann ganz viele Fallberichte aufgepoppt sind. Und ich bin da mal hergegangen und habe kurz überschlagen, dass bei einer Inzidenz jetzt bei Ankervaskulitis von, sagen wir mal, 12 pro Million pro Jahr, dass das runtergerechnet auf eine Zwei-Monats-Periode dann 2 pro Million wäre, dass man also eigentlich rein durch Koinzidenz erwarten würde, dass von einer Million Geimpften jeder zwei dann eigentlich eine temporal assoziierte Ankervaskulitis machen. Und habe dann eigentlich beschlossen, dass wir das systematisch studieren und dass man nur so dann eine Antwort kriegt. Und genau da gebe ich gerne an Matthias Diebold kurz das Wort, um ganz kurz die Daten zusammenzufassen. Ja, bei unserer Studie handelt es sich eigentlich um zwei Studien. Es ist einerseits eine retrospektive Kohortenstudie und andererseits eine Case-Cohort-Study. Wir haben uns auf die vier Glomerulonephritiden, die IgA-Nephropathie, die pautoimmune Glomerulonephritis, die membranöse und die Minimal-Change-Nephropathie konzentriert, weil einerseits diese bioptisch sicherlich diagnostiziert werden können und auch häufig mit einer Covid-Impfung assoziiert oder beschrieben wurden. Der erste Teil unserer Analyse war eine retrospektive Kohortenstudie. Wir haben die Inzidenz der Glomerulonephritiden zwischen 2015 und 2019 benutzt, um eine zu erwartende Inzidenz berechnen für das Jahr 2021, die während der Impfkampagne. Und auch zu schauen, ob es zu einer erhöhten Inzidenz an Glomerulonephritiden kam im Jahr 2021. Im zweiten Teil der Studie, das war eine Case-Cohort-Study. Wir haben uns dann auf die Patienten konzentriert, die 2021 eine Glomerulonephritis entwickelt haben, und haben dann diese mittels Alter und Zeitpunkt des Auftretens der Glomerulonephritis
gematcht, um zu schauen, ob die Impfrate innerhalb der Patienten unterschiedlich ist. Sie sehen hier nun das Flowchart, das etwas ausgeprägter ist als das normale Flowchart, aber im oberen Teil die retrospektive Studie. Es waren etwas über 2000 Patienten, die zwischen 2015 und August 2021 eine Glomerulonephritis entwickelt haben, und wir haben dann diese Daten von 2015 bis 2019 benutzt, um mittels des Bayesian Regression Model eine Inzidenz zu berechnen, die wir erwarten würden im Jahr 2021. Im zweiten Teil der Studie haben wir uns eben auf diese 111 Patienten konzentriert, die 2021 eine Glomerulonephritis entwickelt haben, und diese dann anhand des Alters und des Zeitpunkts des Auftretens der Glomerulonephritis mit der Gesamtbevölkerung gematcht. Und Sie sehen hier jetzt in Rot die tatsächliche Inzidenz 2020, die tiefer war als die zu erwartende Inzidenz. Und dies war eigentlich hauptsächlich getrieben durch eine verminderte Anzahl an IgA-Nephropathien. Und wir gehen davon aus, dass man wahrscheinlich zu Beginn der Pandemie 2020 einfach weniger IgA-Nephropathien tatsächlich dann auch biopsiert hat. Und auch diese erste Analyse gab uns dann eigentlich die Zuversicht, dass wir eine genügend hohe Power haben, um einen Unterschied der Inzidenz auch festzuhalten. Sie sehen hier die Resultate unserer ersten Analyse, der retrospektiven Analyse, links oben die Impfungen, die appliziert wurden, der Impfkampagne. Die Schweiz hat 2020 im Dezember begonnen, die Patienten zu impfen, und der Peak war dann im Juni erreicht. Und gleich darunter sehen Sie die auch wieder in grün die zu erwartende Inzidenz anhand der bisherigen Inzidenzen, und in rot die Linie, die tatsächliche Inzidenz 2021. Und man sieht auch hier relativ deutlich, dass es zu keiner erhöhten Inzidenz overall gekommen ist. Und auch wenn wir das aufgeteilt haben über die einzelnen Glomerulonephritiden, kam es nicht zu einer erhöhten Inzidenz. Numerisch ausgedrückt ergab dies eine Inzidenzratio von 0,86 mit einem Credible Interval, das eigentlich über 1 ging. Im zweiten Teil unserer Studie, der Case Cohort Studie, haben wir die Patienten gematcht anhand des Alters und des Zeitpunkts einerseits der Biopsie in vierwöchentlichen Abständen und andererseits zum Zeitpunkt des Symptombeginns. In Grau der Anteil der Patienten, die eine Glomerulonephritis entwickelt haben, die geimpft wurden, und in Schwarz der Anteil der Kontrollgruppen. Und man sieht eigentlich hier schön, dass dieser sich nicht unterscheidete. Und numerisch ausgedrückt, die Risk Ratio, die wir berechnen konnten, weil wir die Gesamtpopulation kannten, also die Risk Ratio der geimpften Patienten versus der ungeimpften Patienten, lag bei 0,97 mit einem Konfidenzintervall, das eigentlich deutlich über 1 ging. Wir haben die Patienten auch gematcht hinsichtlich des Zeitpunkts des Symptombeginns. Und hier hat man das Gefühl, man sieht eine leicht erhöhte Anzahl an geimpften Patienten, die eine Glomerulonephritis entwickelt haben. Dies war aber nicht signifikant und ist wahrscheinlich auch am ehesten der etwas zum Teil unspezifisch angegebenen Symptome geschuldet, die nicht immer einer Glomerulonephritis wirklich zugeordnet werden konnten. Hier nochmal aufgeteilt als letztes Slide die gleiche Analyse über die einzelnen Glomerulonephritiden. Die Resultate waren konsistent mit vielleicht einer möglichen Ausnahme der Minimal Change Nephropathie. Auch hier hat man das Gefühl, dass es einen leicht erhöhten Anzahl an geimpften Patienten zu einem leicht erhöhten Anzahl an geimpften Patienten kam. Dies ist aber auch mit etwas Vorsicht zu genießen, weil einerseits die tatsächliche Anzahl an Patienten, die eine Minimal Change Nephropathie entwickelt haben, relativ klein war und dies auch statistisch nicht signifikant war. Ja, das sind super schöne Daten, und ich glaube, das nimmt auch sehr viel Skepsis hinweg. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das, was man sagen muss, ist von diesen Case Reports, die halt berichtet wurden, das ist natürlich alles Selection Bias pro Impf induzierter GN. Da hat man halt gesehen, dass die Minimal Change Disease oftmals halt nach der ersten Impfung auftritt, aber weniger häufig nach der zweiten, und für die anderen ein bisschen vice versa. Ich wollte fragen, wie das System in der Schweiz ist. Wie viele Nephropathologien gibt es? Also nur um einen Überblick zu bekommen, wie gut die Coverage hier ist, also von Biopsien. Also wir haben, das war der Vorteil, dass wir so ein überschaubarer Raum sind geografisch. Das sind 7 Nephropathologien. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig garantieren, dass nicht irgendwo mal jemand eine Niere biopsiert und das irgend sonst wohin schickt. Aber im Prinzip sind das 7 Nephropathologien, die eigentlich alle Nierenbiopsien analysieren.
Und entsprechend war es dann auch mit einem vertretbaren Aufwand möglich, alle diese Biopsiedaten zu kriegen. Das klingt sehr überschaubar und auch sehr, sehr gut. Und die Hauptpathologien sind in Basel und in Zürich, nehme ich an, oder? Ja, also es gibt Basel und Zürich sind die größten. Dann gibt es an der Uni Lausanne und an der Uni Genf noch je eine Nephropathologie. An der Uni Bern auch eine, die ist auch noch relativ groß. Und dann haben St. Gallen und Aarau haben auch noch eher kleinere Nephropathologien. Und wie sind Sie dann an den Patientendaten gekommen? Also die Coverage war relativ gut und auch der Return der Fragebogen, soweit ich das gelesen habe, war relativ gut. Also das ist wirklich exzellent. Der zweite Teil, der war wesentlich aufwendiger. Eben Matthias Dierbaum hat das ja geschildert. Es waren eigentlich zwei Studien, auch zwei separate Ethik quasi Approvals. Beim ersten Teil, wo wir die Daten von den Pathologien gekriegt haben, haben wir nach Einverständnis durch die einsendenden Nephrologen und Nephrologinnen einfach die Angabe gekriegt, von wem, dass die Biopsien eingesandt wurden, einfach Biopsiedatum, Diagnose und Einsender. Und dann habe ich eigentlich persönlich, das ist der Vorteil in der Schweiz, man kennt sich so ein bisschen, ich habe dann sämtliche Nephrologien, Nieren, also Praxen, und das waren insgesamt 50, habe ich kontaktiert und teilweise auch mehrmals und nachgefragt und Werbung gemacht, dass es ganz wichtig ist, die Patienten möglichst zu einzuschließen. Und da hat dann so, ja, drei Viertel eigentlich, zwei Drittel, drei Viertel aller Nephrologen und Nephrologinnen haben mitgemacht. Und was ganz wichtig war, war natürlich hier keinen Selection Bias zu kriegen. Also, dass man dann nicht, dass die nicht präferenziell die Patienten eingeschlossen haben oder angefragt haben, wo man einen Zusammenhang vermutet hat. Und deshalb habe ich sehr stark darauf geachtet, dass die möglichst, also das einzelne Zentrum möglichst alle einschließen kann. Ist nicht immer gelungen, aber das, ja. Können Sie irgendetwas sagen zur Ratio mRNA-Vakzine? Ich weiß nicht, ob in der Schweiz auch AstraZeneca ist, glaube ich, nicht sehr stark verwendet worden. Ja, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht eigentlich verwendet worden. Also ganz zu Ende der Studienperiode war das dann approved. Und wir hatten im Prinzip Moderna und Pfizer-BioNTech zu Beginn. Das ist ein bisschen zeitlich unterschiedlich gelaufen. Natürlich erst ist alles war das Pfizer-BioNTech, die waren zuerst im Einsatz. Und dann später hat Moderna ein bisschen, weil es einfacher zu verabreichen ist, überhand genommen. Und ich habe es jetzt gar nicht auswendig, aber ich denke, es war ungefähr 50-50 über die Studienperiode hinweg. Ein bisschen mehr Moderna wahrscheinlich. Also heißt das auch innerhalb der mRNA-Vakzine eigentlich kein plausibler Unterschied zu sehen ist, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, also wir haben das separat noch analysiert. Es gab so ein bisschen Trend, aber das war nichts Signifikantes. Also ich denke nicht, dass man da einen Unterschied zwischen den verschiedenen Vakzinen wirklich feststellen kann. Gut, und die Definition vakzininduzierter GN war so 28 Tage nach Administration, oder? Glaube ich. Ja, also wir haben das im Prinzip, wurde ja unterschiedlich definiert in der Literatur. Und wir haben für die eine Analyse, wo wir verglichen haben, ob jetzt die Patienten, die quasi vakzinassoziiert zeitlich eine GN entwickelt haben, ob die klinisch sich anders manifestiert haben als die anderen, haben wir diese 28 Tage gewählt, ja. Gunnar, hast du noch Fragen zur Studie? Ja, ich habe zur Studie noch zwei, drei neugierige Fragen. Die zweite Analyse hat ja explizit auf das Neuauftreten von Glomerulonephritiden gezielt. Mit der ersten Analyse sind aber ja Rezidive eigentlich auch mit erfasst worden, sodass eigentlich die Analyse uns ja sowohl für das Neuauftreten als auch für das Auftreten von Rezidiven Sicherheit gibt, wenn ich es richtig verstanden habe. Jein. Wir konnten für die erste Analyse die Rezidive nicht ausschließen, weil da ja im Prinzip von 2015 bis 2020 hatten wir nur die Biopsiedaten
Und das wäre extrem aufwendig gewesen, wäre auch von der Ethik her nicht möglich gewesen, in die Daten zu gehen und da zu eruieren, ob das Rezidive waren oder nicht. Da hatten wir nur die histologische Diagnose. Wir wissen aber von den Patienten, die wir dann im 2021 in die Studie einschließen konnten, dass der Anteil an Rezidiven sehr, sehr klein war. Und meistens werden ja Rezidive auch nicht biopsiert. Deshalb haben wir uns auf das erste Auftreten primär fokussiert. Im ersten Teil waren ein paar wenige Rezidive, aber möglicherweise auch mit drin. Aber es hat ja trotzdem noch was Beruhigendes Add-on praktisch, denn wenn es jetzt zu einer größeren Anzahl von Rezidiven gekommen wäre, dann hätte es ja zumindest in der ersten Erfassung dann auch einen deutlichen Anstieg geben müssen. Und der war ja so gar nicht da, sodass auch, wenn Sie das ja bewusst so ein bisschen zurückhaltend interpretieren, aber eine zusätzliche Sicherheit da eigentlich schon drin gespürt werden kann, gell? Ich denke, das kann man sagen. Also es ist sicher nicht so, dass jetzt viele Rezidive, die dann biopsiert worden wären, aufgetreten sind, ja. Als wir gedacht haben, dass es möglicherweise zu einer kleinen, aber doch signifikanten Zunahme kommen könnte von Glomerulonephritiden. Und ich muss sagen, diese Daten finde ich auch absolut überzeugend und beruhigend für uns. Da gab es dann ja das Argument, dass wir gesagt haben, naja, selbst wenn das so ist, wissen wir ja nicht, ob nicht umgekehrt auch die damals ja noch schwerer verlaufende Covid-19-Erkrankung auch mit dem Auftreten von glomerulären Erkrankungen assoziiert sein könnte. Waren Sie mal versucht zu sagen, wenn ich diesen Aufwand über sowieso mache und in diese Daten reinschaue, dann auch noch die Patientinnen und Patienten, die ich kontaktiere, zu erfragen, ob und wann eine Covid-Erkrankung da gewesen ist? Wir haben diese Daten erfasst für die neu aufgetretenen Glomerulonephritiden im 2021. Also da haben wir erfragt, ob die Leute Covid hatten davor. Wir haben jetzt aber nicht die Patienten von 2020 kontaktiert, also damals, als noch keine Impfung da war, um spezifisch diese Frage zu beantworten. Einerseits einfach aufgrund des Aufwandes, dann zweitens könnte ich mir gut vorstellen, dass gerade in dieser Anfangszeit von Covid die Detection Rate noch verfälscht gewesen sein könnte, dass vielleicht gerade Personen mit einem schweren Covid, die unter anderem noch eine Nierenfunktionsstörung gemacht haben, dass man die dann eher weniger biopsiert hat. Wir hatten auch damals ja noch durch sehr starke Belastung des Gesundheitswesens wurde ja ein bisschen weniger biopsiert und deshalb haben wir auch das Jahr 2020 aus der Baseline rausgenommen. Könnte man natürlich anschauen, aber ich denke, das wäre nochmal ein ganz beträchtlicher Zusatzaufwand gewesen und auch mit wahrscheinlich mehr Bias dann, also Detection Bias vergesellschaftet potenziell. Ich denke aber, dass wir aus der Tatsache, dass wir im 2020 jetzt nicht eine deutlich erhöhte Inzidenz hatten, auch schließen können, dass wahrscheinlich nicht Covid-19 zu einer Flut an Glomerulonephritiden führt. Wobei die Anzahl der Fälle ja wahrscheinlich auch in der Schweiz dann 21 quantitativ höher gewesen ist als 20. Aber das heißt, das ist erfasst und da kriegen wir dann auch noch möglicherweise in den nächsten Monaten weitere Informationen von Ihnen. Ja. Es ist nicht so ganz klar von diesen ganzen Case Reports und so weiter. Wir haben das damals probiert, für so einen NDD-Artikel zusammenzufassen. Und den Eindruck, den man gewinnt, ist, dass viele von diesen GNs relativ mild verlaufen de facto, also die Immunstimulation durch das Vakzin. Haben Sie da irgendwelche Informationen, wie diese Patienten oder wie der Verlauf dieser Patienten war? Wir haben keine detaillierten Informationen. Wir haben im Prinzip einen Fragebogen, also einen CRF mit ärztlichen Angaben und einen Patientenfragebogen entworfen. Und das war so ein bisschen das Zugeständnis an den Versuch, eine große Abdeckung oder Inclusion Rate zu erzielen. Ich habe versucht, den Fragebogen simpel zu gestalten, damit eben möglichst viele Patienten teilnehmen und auch Ärzte und Ärztinnen. Und wenn wir das zu extensiv gestaltet hätten, wäre das wahrscheinlich dann schwieriger geworden. War auch mal eine Weile noch in Planung, dass wir dann spezifisch diese temporal assoziierten Fälle, dass wir denen gezielt noch nachgehen. Haben wir bis jetzt, ja, aus Zeitgründen noch nicht gemacht.
als wir mit dem Herrn Bombeck gesprochen hatten damals, da hatte uns eine Sache so ein bisschen überrascht und aus den USA kam auch die Rückmeldung, dass, obwohl da ja diese vielen Einzelfälle eingegangen sind, Europa, USA, über das Neuauftreten oder Rezidiv von Glomerulonephritiden im Zusammenhang mit der Impfung, was wir wenig gehört haben, war das Auftreten von Abstoßung bei transplantierten Patienten. Gibt es da aus Basel, aus der Ostschweiz, aus Tirol, aus Cambridge den Eindruck, dass sich das in den letzten, weiß nicht, 12 oder 18 Monaten geändert hat? Oder ist das, was das, ich weiß, das ist jetzt nicht das, was Sie erfasst haben, weil Sie ja explizit auf 4 Glomerulonephriten fokussiert haben, aber die klinische Erfahrung, würden Sie das weiter unterstreichen, dass auch bei Transplantierten das Ganze wirklich sicher ist? Also eben, die Studiendaten haben wir nicht, das ist ein Bauchgefühl, aber vielleicht, Matthias, kannst du in Basel von eurer Erfahrung als Transplant-Center berichten? Also es ist auch eher ein Bauchgefühl, wir haben das nicht irgendwie wissenschaftlich untersucht, aber ich habe auch noch im Team ein bisschen gefragt, aber wir haben eigentlich keine höhere Inzidenz an Abstoßungen gesehen nach der Impfung. Ich hätte sogar gesagt, aber es ist auch wiederum ein Bauchgefühl, dass die Gefahr eines Transplantatsverlusts bei einer Covid-Infektion wahrscheinlich höher ist als nach einer Impfung. Wir haben das aber nie konkret untersucht. Bisher. Also wir hatten aber auch keinen Grund, dies irgendwie konkret zu untersuchen, weil wir kein Signal jetzt von unserem klinischen Alltag sahen. Und die Empfehlung in der Schweiz, ist die ähnlich wie in Deutschland, in Österreich, dass man jetzt sagt, chronisch Nierenkranke als gefährdete Gruppe sollten, wenn die erste Auffrischimpfung 6 Monate zurückliegt, wenn nicht zwischendurch ein Infekt gewesen ist, dann jetzt auch die zweite Auffrischimpfung bekommen. Ist das in der Schweiz ebenso gültig? Ja, also 4 Monate sogar ist hier der Abstand und es wird jetzt empfohlen, dass alle nochmal einen Booster kriegen, genau. Also grundsätzlich gefährdete Person, das ist über 65 oder irgendeine chronische Erkrankung inklusive Nierenerkrankungen und bei der Allgemeinbevölkerung wird es nach Abwägen, also nach Präferenz empfohlen. Und auch dann wieder wie in der EU mit präferenziell dem bivalenten Impfstoff, der in der Schweiz wahrscheinlich zeitlich relativ parallel eingeführt worden ist, gell? Genau, ja, ja. Dann vielleicht noch ein oder zwei Fragen, wo wir hier so eine starke auch transplantationsimmunologische oder immunologische Kurve zusammen haben. Was ich ja immer schwierig finde im Einzelfall, auch wenn wir jetzt sagen, wir haben diese beruhigenden Zahlen aus der Schweiz und wir haben keinen wirklichen Anstieg. Trotzdem hat ja jeder von uns den einen Patienten, die eine Patientin, die dann doch mal im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung dann ein Rezidiv oder Neuauftreten hatte. Ich war bei diesen Menschen immer ein bisschen vorsichtig gewesen mit der Auffrischimpfung, insbesondere mit der zweiten Auffrischimpfung. Wie wird man das empfehlen in Basel, in Frauenfeld, in Cambridge? Teilt da jemand meine Zurückhaltung oder würden Sie dann sagen, nee, also einfach gefährdete Patienten ruhig auch die zweite Auffrischimpfung geben? Und nochmal, ich weiß, das ist jetzt keine wissenschaftlich belegbare, sondern einfach auch wieder ein Bauchgefühl, das wir aber natürlich für die Patientenversorgung brauchen. Also ich persönlich hätte überhaupt keine Bedenken, eine Auffrischimpfung zu machen, weil ich einfach glaube, dass wir dazu neigen, halt als Menschen aus einer Koinzidenz zeitlich dann eine Kausalität abzuleiten. Und ich denke, da brauchen wir eine fundierte Analyse. Und ich habe mal so weit Vertrauen in unsere Analyse, dass wir irgendwas Signifikanteres, klinisch Relevanteres gesehen hätten. Ich muss aber zugleich auch natürlich sagen, oder ich denke, das muss man mit dem Patienten zusammen entscheiden. Also der Patient, der ursprünglich für mich der Anlass war zu dieser Analyse, der hat selber ein ungutes Bauchgefühl und ich verstehe das auch. Der wollte jetzt keine Boosterimpfung und ich habe ihn nicht versucht zu überzeugen. Ich denke, das ist wie wenn man irgendwas gegessen hat, danach wird einem übel, dann wird man das lange nicht mehr eine Abneigung dagegen haben. Und ich denke, das ist okay, insbesondere jetzt, da ja doch ein bisschen der Schrecken von Covid genommen wurde und ich die Impfung nicht mehr ganz so wichtig finde wie noch vor einem Jahr. Aber ich weiß nicht, was da die anderen Meinungen sind. Ja, ich glaube, so ein individuelles Abwägen ist sicherlich gut. Ich kann mich konkret an eine Patientin erinnern, die war nach der zweiten Impfung auf der Intensivstation mit einer komischen Autoimmunpräsentation. Also viele von diesen Patienten
bekommen auch keine richtige Diagnose. Und der hätte ich eigentlich nach der zweiten Impfung abgeraten, weitere Impfungen zu halten. Und ein Kollege hat das anders gesehen. Und dann nach der dritten Impfung innerhalb von 24 Stunden war sie kurzzeitig blind und so weiter. Also die hat wirklich so eine Serie an Komplikationen, die man dann schon wirklich assoziieren muss. Und solchen Leuten rate ich aktiv eigentlich von weiteren Impfungen ab. Gerade weil, wie Sie gesagt haben, ich glaube, Covid gerade, die Schwere gerade, die wir sehen, sind eher überschaubar. Und dann ist im Nutzen-Risiko-Abwägung ist im Einzelfall, glaube ich, dagegen zu entscheiden. Aber grundsätzlich sollte jeder Patient halt im Rahmen der Impfempfehlung halt Impfungen halten. In England ist es relativ überragend, sage ich mal. Wir haben viele Patienten, die schon die sechste Impfung jetzt haben und die meisten eine native Infektion, die sicherlich den besten Schutz der meisten Patienten zumindest gewährleistet. Also wird hier sehr stark geachtet, dass eigentlich alle 3 Monate Immunsupprimierte eingeladen werden, was auch ein bisschen übertrieben ist, aber naja, das ist halt so, ist das nationale Impfgremium. Dann wäre der nächste Schritt wahrscheinlich, jetzt pathophysiologisch erklären zu können, warum die Niere sicher ist und warum wir am Herzen die Myokarditiden sehen. Weil das ja eine, ich lasse mich gern korrigieren, aber eine völlig offene Frage, glaube ich, ist, warum man diese organspezifischen Entzündungsreaktionen dann am Myokard sieht. Wir haben aus Homburg ganz spannende Daten bekommen, wie man sich das pathophysiologisch erklärt über Antikörper gegen ein Eiweiß, das ich vorher gar nicht kannte, den IL-1-Rezeptorantagonisten. Aber die Frage, warum am Herzen, ist, glaube ich, völlig offen und warum nicht an der Niere. Umso wichtiger und umso beruhigender, dass wir diese tollen Daten aus der Schweiz haben. Ich glaube, das, was noch aussteht, ist im Prinzip rezidivierende GNs, wie da die Inzidenz ist. Aber ich glaube, was Ihre Daten schön gezeigt haben, GNs, die zu einer Therapieänderung führen, die dann halt auch teilweise einer Biopsie bedürfen, die sind eher selten. Also ich glaube, dass viele wahrscheinlich ein mildes Rezidiv haben. Und so wie Gunnar jetzt erwähnt hat, vielleicht, dass wir einfach diese Veränderung in der Niere nicht so erfassen, wie es zum Beispiel am Herzen ist. Und das ist ja auch beruhigend, dass zumindest die Nebenwirkungen, die wir sehen, großteils relativ mild verlaufen. Ja, also ich denke, einerseits ist natürlich wichtig, erst einen Zusammenhang klar zu zeigen und dann sich über die Pathophysiologie Gedanken zu machen. Und das ist ja wahrscheinlich was spezifisch ganz anderes, wenn das jetzt eine Sensibilisierung gegen bestimmtes Protein ist, das dann zu den Myokarditiden führt. Und bezüglich der Rezidive von GNs, eben da können wir keine sichere Aussage machen. Ich denke nicht, dass das ein sehr großes Problem ist, weil wir es sonst wahrscheinlich auch irgendwie detektiert hätten, weil es auch unwahrscheinlich ist vom Mechanismus her, dass das jetzt kein Neuauftreten machen sollte, aber Rezidive. Es ist aber doch möglich und ich denke gerade, es kommt zu einer febrilen Reaktion, dass jetzt eine stympharyngitische Makrohämaturie getriggert werden kann bei einer IgA-Nephropathie. Das ist für mich nicht unwahrscheinlich, aber auch von den Fallberichten her waren das ja in der Regel dann Fälle, die recht gut auf Therapie angesprochen hatten. Also denke ich jetzt auch nicht, dass das ja, klinisch dann ein sehr, sehr großes Problem ist. Dann haben wir nochmal sehr zu danken. Ich weiß, wie viel Arbeit das sein kann, selbst wenn man die Kollegen gut kennt, die Informationen zusammenzutragen und insbesondere neben dem Klinikalltag, der für uns alle ja immer, immer stressiger wird, das zusammenzutragen, umso wichtiger, dass wir das bekommen haben. Das war heute unser erstes Dach-Meeting aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Das ist keine deutsche Arroganz, dass ich mich als erstes nenne, sondern einfach, weil das Akronym halt mit dem D anfängt. Ich hoffe, dass wir in Zukunft häufiger auch mit unseren Schweizer Kolleginnen und Kollegen uns dann wieder zusammensetzen, insbesondere, wenn wir so tolle Daten von Ihnen bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schönen Abend, Frauenfeld und nach Basel. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Spannendes Gespräch.